Wer schon mal ins Kleingedruckte in die Telefonietarife seines Telefonanbieters geschaut hat, der hat vielleicht festgestellt, dass Anrufe ins Ausland oder ins deutsche Handynetz relativ teuer sind. Die Preise sind zum Teil wirklich relativ frech gestaltet. Ich bin jetzt zum Beispiel hier mal bei Vodafone und hier gibt es Verbindungen Inland und alle deutschen Mobilfunknetze kosten aufgerundet 20 Cent pro Minute. Na klar, jeder hat eine Festnetzflat und telefoniert wahrscheinlich eher übers Handy, aber wer ohnehin ein Festnetztelefon an seiner Fritzbox angeschlossen hat, der will ja vielleicht auch mal ins Ausland anrufen oder auf ein Handy anrufen, ohne dass er dann gleich ausgeraubt wird. Witzigerweise ist der Minutenpreis ins deutsche Festnetz hier relativ gering. Ein bisschen kurios finde ich, dass der hier überhaupt aufgelistet ist, denn alle Red Internet Phone und Cable Verträge, die ich jetzt hier in dem PDF habe, sind sowieso Festnetz-Flats. Aber okay, also 3 Cent pro Minute ins deutsche Festnetz, da ist jetzt erstmal nichts dran zu sagen. 20 Cent ins Mobilfunknetz wiederum, das ist echt ja, ein hoher Preis, sagen wir es mal so. Wir schauen mal hier. Hier sehe ich jetzt einfach, dass die Festnetzflatrate eigentlich hier in jedem Vertrag dabei ist. Deshalb bin ich etwas erstaunt, warum das Ganze hier unten nochmal dann extra als Minutenpreis aufgelistet wird. Soll uns nicht weiter stören. Wir wollen jetzt eine Lösung finden, wie ich also ins Mobilfunknetz und ins Ausland günstig telefonieren kann. Und wir wollen das jetzt auch so einrichten, dass ich davon im Prinzip nichts mitbekomme, wenn ich von meinem Telefon aus telefoniere. Voraussetzung dafür sind zwei Dinge. Zum einen brauche ich eine Fritzbox, die eine Telefoniefunktion hat, und zum anderen brauche ich den Anbieter Anvadi mit dem Tarif Tridu Connect. Den habe ich gefunden. Ich habe einfach mal auf Teltarif geschaut, wie gerade so die Voice-over-IP-Angebote sind, und da ist Trilu Connect von Anvadi immer ganz oben mit dabei. Hier habe ich keine Grundgebühr. Ich muss nur einmal Guthaben aufladen und ab dann kann ich für diese günstigen Minutenpreise eben telefonieren. Hier sehe ich schon, dass ich hier für nicht mal 3 Cent ins Mobilfunknetz telefonieren kann, also im Prinzip billiger als das, was Vodafone mir hier fürs Festnetz anbietet. Wir können auch mal spaßeshalber gucken, wie so die Auslandstarife aussehen. Ich habe jetzt hier mal Irland gewählt und da ist jetzt Anvadi nicht mehr ganz oben mit dabei, aber immer noch unter einem Cent pro Minute. Also da gibt es echt nichts zu meckern. Also, wie konfiguriere ich das Ganze? Na klar, ich muss mir erstmal hier ein Konto machen bei Anvadi, mich erstmal anmelden. Danach bekomme ich eine E-Mail geschickt, da habe ich dann den Inhalt drin mit meinen ganzen Benutzerdaten. Und wir schauen uns jetzt an, wie wir die in die Fritzbox eintragen, und das ist gar nicht so einfach. Da schon mal die Vorwarnung, allerdings muss man das halt nur einmal konfigurieren und ab dann funktioniert's. Ich bin jetzt hier in meiner Fritzbox unter Telefonie und eigene Rufnummern. Hier klicke ich jetzt einmal auf neue Rufnummer und hier geht jetzt die Konfiguration los. Hier oben wähle ich erstmal aus andere Anbieter, nicht anderer Kabelanbieter, sondern wirklich anderer Anbieter. So, und jetzt bekomme ich theoretisch von Anvadi auch eine Konfigurationsanleitung, die aber relativ komplex ist, da die sich auf zwei verschiedene Firmware-Versionen der Fritzbox bezieht. Und man muss jetzt also die Screenshots sich angucken und man muss sich angucken, was im Text steht, denn je nach Version der Firmware stellt sich das Ganze anders dar. Für dieses Video gehen wir jetzt aber davon aus, dass wir eine aktuelle Fritzbox-Version haben, nämlich eine Version größer 7.2x oder gleich 7.2x. Also wie es hier im Prinzip steht, das sind die aktuellen Firmware-Versionen von AVM und ja, nach der gehen wir jetzt einfach mal vor. Hier stehen jetzt zwei Dinge. Hier steht einmal Rufnummer für die Anmeldung und interne Rufnummer in der Fritzbox. Das ist ja das, was ich als E-Mail bekommen habe, und tatsächlich ist die Rufnummer erstmal die hier. Die sieht zwar aus wie eine Festnetznummer, ist aber von außen nicht erreichbar. Man muss sich hier eine extra Nummer kaufen. Das andere ist hier diese Community-interne Nummer, die kopiere ich mir raus und kopiere die hier einmal rein. Jetzt scrolle ich ein bisschen runter und jetzt werden wir nach Benutzername und Authentifizierungsname gefragt. Und hier wird es ein bisschen verwirrend, denn ich meine, das steht hier falsch. Hier steht nämlich Username, Benutzername in der Fritzbox. Tatsächlich ist das bei der Fritzbox-Version die Nummer hier oben. So, das ist der hier. Und das ist der Benutzername, den nehmen wir als Authentifizierungsnamen. Und dann haben wir ein Kennwort, das ist relativ offensichtlich, dass das hier reinkommt. Und der Registrar wiederum, das ist siptrilu.com. Das ist einfach der SIP-Server. Wir können das jetzt nochmal abgleichen mit
der Anleitung, hier steht es ja drin, zum Beispiel hier Benutzername die 4. Die Verwirrung kommt halt von diesen unterschiedlichen Versionen. Hier steht jetzt ihre Telefonnummer ab 72X und in der Mail steht es halt noch ein bisschen anders. Also, Benutzername ist diese Telefonnummer, Authentifizierungsname ist der Benutzername. Das hier zur Klarstellung, könnt ihr euch also hier orientieren an meinem Video. Ja, ich könnte jetzt hier noch auf weitere Einstellungen gehen und hier muss tatsächlich auch noch was umgestellt werden. Allerdings sehe ich hier auch nur die Hälfte der Einstellungen. Ganz wichtig ist, Rufnummer für die Anmeldung verwenden. Nein, da kommt kein Haken rein. Wir klicken hier auf Anmeldung immer über die Internetverbindung und gleichen das jetzt auch nochmal hier mit der Anleitung ab, dass wir hier keinen Quatsch machen. Hier ist nämlich der Haken gesetzt bei Rufnummer für die Anmeldung verwenden und hier unten steht wieder, nee, ab der neuen Firmware-Version eben nicht mehr verwenden. Gut, ich gehe wieder zurück und jetzt kann ich halt nicht alles einstellen, aber diese Sachen hier, die ich einstellen kann, die habe ich jetzt natürlich eingestellt. Ich gehe mal auf Weiter und jetzt wird eine Prüfung gemacht, ob das Ganze schon funktioniert. Selbst wenn diese Prüfung jetzt funktioniert, heißt das aber noch nicht, dass der Anschluss auch tatsächlich geht. Wir müssen jetzt nach der Prüfung nochmal in die Optionen rein und ein paar Sachen prüfen und umstellen. So, angeblich hat das Ganze funktioniert. Und wir gehen jetzt hier nochmal auf den Stift, um weitere Optionen zu bearbeiten. Und jetzt müssen wir wieder das Ganze abgleichen. So, der Anzeigename, würde ich mal sagen, ist einfach Trilo. Den kann man irgendwie nennen. Jetzt gehen wir hier mal die ganzen Einstellungen durch. Beim Rufnummernformat muss sowohl Landes- als auch Ortsvorwahl auf keine stehen. Kann ich auch wieder hier abgleichen. Ich gehe mal ein bisschen hoch. Hier steht das auf keine. Hier steht jetzt eigene Rufnummer im internationalen Rufnummernformat übermitteln. Das klicke ich auch mal an, habe ich mir hier auch abgeschrieben. Spannender sind jetzt aber die anderen Einstellungen hier unten. Hier müssen nämlich, glaube ich, zwei Dinge umgestellt werden, nämlich die Rufnummer und der Drückung. Da muss ich den RFC 3325 mit ID, glaube ich, heißt das hier, einstellen. Und die Rufnummerübermittlung ist Rufnummer im Display und Usernamen. Und auch hier nochmal in die Konfiguration schauen, das sieht gut aus und der einzige Unterschied ist halt diese Rufnummer für die Anmeldung, die sich dann eben unterscheidet bei der neuen Fritzbox Version. Da sind jetzt viele Screenshots drin in der Einleitung, ihr haltet euch einfach an mein Video, wenn ihr eine aktuelle Fritz OS Version habt. Wichtig auch hier, Anmeldung immer über eine Internetverbindung muss angehakt sein, immer noch hier den Haken rauslassen und damit haben wir jetzt die Einstellung eigentlich durch. Ich hoffe, das war jetzt eingängig und nicht so kompliziert. Also das Einzige, was das Ganze kompliziert macht, sind halt die verschiedenen Fritz OS Versionen, die verschiedene Einstellungen brauchen. Und das Ganze kann ich jetzt testen, indem ich einen Fax schicke. Ich habe jetzt also meinen Fax einfach konfiguriert, dass es jetzt von dieser Trilo-Nummer aus faxen kann. Und ich schicke das jetzt an meine interne Nummer in der Fritzbox, müsste dann also eine Mail bekommen. Ob ich eine Mail bekomme, ist auch gar nicht so wichtig. Wichtiger ist im Prinzip jetzt gleich, ob der Faxversand erfolgreich war. Und wenn der erfolgreich war, so ist zumindest meine Erfahrung, hat auch die komplette Einrichtung geklappt. Das ist jetzt nur ein Test von mir, der wäre jetzt für euch wahrscheinlich gar nicht so relevant. Ja, das Fax ist erfolgreich verschickt worden. Ich gehe nochmal zurück auf die Telefoniegeräte und konfiguriere das Fax wieder raus. Jetzt habe ich ja im Intro angekündigt, dass wir das Ganze vollautomatisch machen. Das heißt, ich habe ein Telefon an der Fritzbox angeschlossen und möchte jetzt, wenn ich anrufe, zum Beispiel wenn ich ins Festnetz anrufe, ganz klassisch meinen Telefonanbieter, der schon eingetragen ist, also bei mir Vodafone benutzen, da habe ich eine Festnetzflat, macht also Sinn, dass darüber dann auch die Festnetzcalls laufen. Alles andere wie Mobilfunk oder Ausland möchte ich dann über meinen Voice-over-IP-Anbieter umleiten, weil der einfach viel billiger ist. Am Telefon selbst merke ich davon nichts. Wenn ich die Nummer wähle, dann macht die Fritzbox das alles im Hintergrund. Damit die das auch zuverlässig macht, muss ich unter Telefonie und Rufbehandlung gehen. Hier gibt es jetzt die sogenannten Wahlregeln. Hier kann ich jetzt eine neue Wahlregel anlegen und im Prinzip genau das bestimmen, was passieren soll. Zum Beispiel, ich klicke hier auf Mobilfunk und kann dann sagen, dann stell doch mal bitte die Verbindung über meinen Voice-over-IP-Anbieter her. Klicke mal auf OK. Das war's schon. Das nächste mache ich jetzt natürlich auch noch über alle anderen Sachen, wie zum Beispiel Ausland. Dann wähle ich hier auch mal den neuen Anbieter. Aber im Prinzip war's das jetzt.
Einfach Mobilfunk und Ausland hier auswählen und damit hat man die günstigen Gespräche und muss jetzt am Telefon dann nichts umstellen oder keine Nummern wählen, keine PINs eingeben. Das macht jetzt die Fritzbox automatisch. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und über einen Daumen nach oben.